Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende und zwar ganz konkret um den ersten Entwurf. Also wir haben jetzt den Referentenentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium auch öffentlich und dementsprechend können wir da ruhig mal drauf schauen, auf der Seite des BMWK. Wir haben hier vom 9.12. die Veröffentlichung des Referentenentwurfs. Das heißt, da sind jetzt mittlerweile ein paar Werktage vergangen und das kann man da auch schön drüber sprechen vorher. Dem einen oder anderen lag sowas natürlich schon vor. Man konnte schon mal ein bisschen reinschauen. Einige haben auch in Social Media da Dinge drüber gepostet. Aber jetzt ist es soweit. Wir können uns das GNDIW mal genauer anschauen. Und dieses Video wird durchaus ein bisschen länger werden. Ich werde unten versuchen, sinnvolle Kapitelmarken reinzusetzen. Also wenn ihr unter mir jetzt hier im Video so rumscrollt oder mit der Maus so drüber fahrt, seht ihr, dass da Kapitel sind für die verschiedenen Themen oder ja, Zusammenhänge rund um dieses Gesetz. Ich werde aber natürlich nicht jeden Paragraphen mit euch durchgehen, weil das macht auch keinen Sinn. Nee, natürlich nicht. Also, wichtig ist, ein Referentenentwurf ist natürlich noch nicht das Gesetz, wie es beschlossen wird. Es ist ein Entwurf von den Referenten aus dem Ministerium. Da ist jetzt schon ein bisschen Brancheninput natürlich auch drin, keine Frage. Die haben sich ja auch unterhalten, aber hier ist jetzt noch nicht eingearbeitet, was vielleicht die Länder, die Verbände hier einreichen wollen. Das heißt, wir werden am 14. Dezember. Das ist Donnerstag, praktisch morgen nach der Aufnahme dieses Videos, hier die Stellungnahmen beim Ministerium eingereicht bekommen haben. Und nach einer Weile wird es dann irgendwann entweder einen weiteren Referentenentwurf geben oder dann den eigentlichen Gesetzesentwurf, der dann im Zweifel auch von der Regierung kommen wird. Ne? Also das Ministerium, was dann mit seinem Minister das Ganze abspricht, reicht das dann hoch in das Bundeskabinett und die Regierung wird dann einen finalen Entwurf praktisch einreichen. Dieser geht dann in den Bundestag, geht dann nochmal in die Ausschüsse und dann wird eine noch drei, viermal angepasste Variante schlussendlich auch in die Beschlussfassung des Bundestages übergehen. Na, so ist es typischerweise. Wir werden also hier noch eine kleine Weile mit arbeiten können. Auf jeden Fall ist das aber ein erster Ansatz, der schon mal ganz gut zeigt, in welche Richtung es gehen soll. Hier unten ist dann die Verlinkung auf die PDF-Datei, die können wir uns dann einfach mal anschauen. Ne? 78 Seiten, das erschlägt einen nicht völlig. Ne? Also man kann damit arbeiten, das ist schon mal ganz gut. Und wie immer beginnen diese Dokumente ja mit einer Einleitung. Ne? Problem und Ziel, muss man jetzt nicht viel drüber reden. Es geht, aber der erste Satz sagt es eigentlich, ne? Das Smart Meter Rollout geht nicht mit der für die Energiewende notwendigen Geschwindigkeit voran. Ach wirklich. Und jetzt ist es einfach so, dass wir hier gerne eine Beschleunigung haben wollen und Entbürokratisierung haben wollen und trotzdem Rechtssicherheit haben wollen und dementsprechend muss hier mal was passieren. Okay, Lösung. Und die Lösung, also dieses B, das ist für eine Zusammenfassung schon ziemlich hilfreich. Gesetzlicher Fahrplan wird verankert. Wir werden unter anderem jetzt hier klare Rollout-Zeitpläne im Gesetz ausformulieren. Das bedeutet also, dass nicht mehr einfach gesagt wird, dass mit der Markterklärung, dass es drei zertifizierte Hersteller gibt, dann bestimmte Fristen von 3 Jahren, 8 Jahren, 10 Jahren laufen, sondern wir finden im Gesetz relativ klar formuliert, bis zum Zeitpunkt X müssen so und so viele Geräte einfach dann mal am Markt sein. Das heißt, damit wird die Marktanalyse als solche tatsächlich wirklich entfallen. Ne? Das Erfordernis der Marktanalyse entfällt. Auch die Drei-Hersteller-Regel entfällt. Ne? Also dementsprechend ist es schön, dass die Hersteller zertifiziert sind, aber das ist nicht die Grundlage des EMS-Rollout-Startes. Das ist damit zu interpretieren. Gehen wir weiter. Agiler Rollout wird ermöglicht. Und der agile Rollout, das ist so eine der Formulierungen, die wir ein paar Mal dann finden werden im Gesetz. Darüber wird auch immer gesprochen. Es soll halt darum gehen, es so entbürokratisieren und zu vereinfachen und auch praktisch den Hochlauf des Rollouts mal einfacher zu gestalten, moderner zu gestalten. Das Element des agilen Rollouts wird also eingeführt. Er kann sofort mit den bereits zertifizierten Geräten in den meisten Einbaufällen starten. Ne? Und zwar bis 20.000 Kilowattstunden Verbrauch. Oder 25 Kilowatt Einspeisung.
Aufwendige Funktionen wie das Steuern und Schalten können im Zuge des Rollout-Managements nach einer Warmlaufphase über Anwendungsupdates auf den Smart Meter Gateways nach und nach freigeschaltet bereitgestellt werden. Das heißt, was wir auch aus dem Stufenmodell zum Beispiel kennen, dass wir verschiedene Funktionen so nach und nach sowieso ja erst in Zukunft planen, das ist jetzt hier auch nochmal weiter ausformuliert. Wir beginnen im Prinzip mit der Fähigkeit, dass viertelstündliche Zählerstände, also ein Zählerstandsgang, aufgeschrieben werden kann vom Zähler und übertragen werden kann, alles klar, einbauen. Und wie gesagt, dann die Steuerung auch gerade der Einspeiseanlagen oder auch der dynamischen Verbraucher, der Lastmanagement-Geräte und so weiter, das ist dann so Schritt 2. Kann größtenteils auch heute schon realisiert werden, ist auch klar, aber sagen wir mal, ist vielleicht noch nicht ganz so weit gediehen wie das einfache Aufschreiben der Zählerstände für jede Viertelstunde. Gerechte Kostenverteilung, das ist ein kontroverser Punkt. Super gut. Es gibt jetzt eine neue Deckelung der Kosten, also der alten Preisobergrenzen für das intelligente Messsystem auf 20 Euro im Jahr. Das ist die heutige Preisobergrenze der modernen Messeinrichtungen. Die intelligenten Messsysteme hätten für auch den ein oder anderen Privatkunden oder halt gerade auch für die kleineren gewerblichen Kunden dann einfach 100 Euro und mehr pro Jahr kosten können. Das ist natürlich eine deutliche Steigerung daher, dass wir heute für einen Ferraris-Zähler oder in den letzten Jahren für einen Ferraris-Zähler meinetwegen 12 Euro im Jahr Messkosten gehabt hätten. Das Ganze so verachtfachen, verneunfachen ist natürlich schon heftig. Und jetzt wird auch für intelligente Messsysteme eine Gesamtdeckelung von 20 Euro genannt. Das sind also die Kosten, die unmittelbar als Messentgelt an den Endkunden zu berechnen sind. Der Rest der reellen Kosten, die hier aufkommen, landet bei den Netzbetreibern. Die Netzbetreiber werden dafür stärker an der Kostentragung beteiligt. Kurz gesagt, die Netzbetreiber müssen das dann einfach erstmal tragen. So, warum? Im künftigen Energiesystem, bla bla bla, flächendeckende Beobachtbarkeit und Steuerbarkeit von fluktuierenden Erzeugern und Verbrauchern sorgt für stabile Netze. Die Smart Meter sorgen dafür, dass in Zukunft die Netzbetreiber ein einfacheres Leben haben und auch im Zweifel in anderen Bereichen weniger Kosten haben werden. Also, ich habe sowieso immer gesagt, dass das Smart Meter Rollout nicht unbedingt für den Endverbraucher gemacht wird, sondern in erster Linie erstmal für uns Energiewirtschaft, damit wir endlich mal richtige Daten haben über das, was wirklich passiert, auch im Niederspannungsnetz, wo wir bisher ja über den Daumen gepeilt raten, was die Verbraucher so machen mit unseren Standardlastprofilen und einmal im Jahr ablesen. Das reicht halt einfach nicht mehr. Und es läuft jetzt also darauf hinaus, dass die Netzbetreiber bessere Informationen über das haben, was wirklich in ihrem Netzen gerade an welcher Stelle eigentlich vorliegt, was reell hier eingespeist wird, was wirklich hier verbraucht wird, was wirklich hier gerade durchfließt und so weiter. Das ist auch für die Versorger natürlich wichtig, weil die besser ihr Portfolio bestimmen können und zielgerichtet einkaufen können. Und auch für die Erzeuger ist es gut. Also für jeden innerhalb der Branche ist es super, wenn wir Smart Meter haben und bessere Datengrundlagen haben, ganz klar. Für den Endverbraucher hat es dann natürlich was, wenn Geschäftsmodelle entwickelt werden auf Grundlage von Daten oder auf Grundlage von Steuerungsmöglichkeiten, Smart Home und so weiter in Zukunft. Klar, aber erstmal ist es gut für die Branche. Aber das ist halt erst mittelfristig mittelbar ein ernsthafter Kostensenkungspunkt für die Netzbetreiber. Wenn man dann bessere Daten hat, dann kann man zielgerichteter das Netz steuern, hat weniger Kosten für Engpassmanagement und so weiter. Ne? Redispatch-Kosten fallen dann bestenfalls auch stärker weg, weil man besser weiß, was läuft. Zielgerichteter auch vorher schon steuern kann. Das heißt, natürlich werden die Netzbetreiber sagen, ja, morgen geht es uns damit besser, aber mit welcher Kraft sollen wir das heute schon stemmen? Weil die Netzentgelte oder nicht die Netzentgelte, sondern die Messkosten, die nicht als Messentgelt berechnet werden dürfen an den Endkunden, die kommen ja dann heute auch schon zustande. Das ist für einige Häuser gar kein Problem, für andere ist das eine wirkliche Herausforderung und ich kann mir schon vorstellen, dass da mittelfristig also die Mehrkosten einfach in den Netzentgelten sich widerspiegeln werden und die dann natürlich trotzdem höhere Endverbraucherkosten bedeuten werden, ne? So in ein, zwei Jahren spätestens, wenn dann die Netzentgelte höher sind. Ich habe das jetzt auch schon gehört von so einigen Stellen, von Verbraucherschützern zum Beispiel, dass das wirklich ein kurioser Teil ist und ich hoffe wirklich, dass man
diesen Messaspekt in irgendeiner Form den Netzbetreibern auf ihren Regulierungskonten besser stellt und irgendwie jetzt schon ein Kostensparungsposten in irgendeiner Form mit aufführt, deren Anreiz für die Netzbetreiber bedeutet, jetzt eben auch hier voranzuschreiten im Rollout, weil wir werden noch dazu kommen. Wenn du als grundzuständiger Messstellenbetreiber, und das sind ja die Netzbetreiber, dich jetzt nicht kümmerst, dann wird es dann irgendwann eine Alternative geben, der das dann machen wird. Und wir kommen gleich noch dazu, was das bedeutet und wer das ist. Es ist nicht unbedingt gut für ein wettbewerbliches System, will ich mal schon mal anteasern. Okay, gehen wir mal noch weiter. Beschleunigte Einführung dynamischer Stromtarife, ne? Also dass ich als Endkunde sagen kann, ich will von Börsenpreisänderungen partizipieren oder ich will mit mir als Prosumer will ich sinnvoller irgendwie reagieren können auf irgendwelche Preissignale oder auf irgendwelche anderen Signale vom Netz, ne? Darauf läuft es am Ende des Tages hinaus. Es ist nun so, dass wir nicht mehr wie bisher ab 100.000 Letztverbrauchern die Pflicht haben, sowas anzubieten, sondern ab 50.000 Kunden. Also jeder Versorger, der mindestens 50.000 Endkunden hat, 50.000 Netzverbraucher, muss dynamische Stromtarife anbieten. Und also bis 2025, also ab jetzt bis 2025 und dann ab 2026 müssen alle Lieferanten dynamische Tarife anbieten. Klarer und realistischer Zeitplan, um das umzusetzen. Steht hier in der Begründung. Naja, ja, natürlich, das ist ja auch die Zukunft. Also sollte auf jeden Fall jeder machen. Bis 2026 sind noch 3 volle Kalenderjahre auf jeden Fall, mit denen man sich noch rumschlagen kann, das umzusetzen. Das werden bis dahin viele vorleben. Ne? Das wird also schon gehen. Jetzt Voraussetzungen schaffen, ne? Agiler Rollout beginnen, jetzt sofort loslegen. Und damit haben wir tatsächlich ja auch womöglich Erfahrungswerte, die sich relativ schnell am Markt ergeben werden, um sowas dann auch sinnvoll anbieten zu können. Es wird einfach Dienstleister geben, die dann sowas für euch als Versorger, keine Frage. Gibt es auch heute ja schon. Digitaler Netzanschluss wird verankert, Effizienz des Rollouts über 1-zu-N-Metering gestärkt. Anders gesagt, das mit Meter-Gateway soll nicht mehr pro Zähler eingebaut werden, sondern ein Smart-Meter-Gateway soll mehrere Zähler auch wirklich betreuen können, so wie es ja ursprünglich auch gedacht ist. Na, ursprünglich ein Smart-Meter-Gateway im Keller, im Zählerraum des großen Mehrfamilienhauses und da sind dann alle 20 Wohneinheiten mit jeweils ihren 20 intelligenten Messsystemen an ein Gateway angeschlossen oder im etwas ländlicheren Bereich ein Gateway im Straßenzug, in einem Stromhäuschen oder was auch immer da ist und alle Zähler sind damit verbunden mit diesem einen Gateway, ne, dass da auch wirklich mal mehrere Zähler, mehrere Dutzend Zähler perspektivisch verbunden sind. Darauf soll es dann hinauslaufen. Grundsätzlich Gateway am Netzanschlusspunkt, das ist dann vielleicht auch für Gewerbegebiete und für Quartierslösungen und so weiter ist das auch ein entsprechender Ansatz. Es soll einfach wirklich darauf hinauslaufen, ein Gateway mit mehreren Zählern sollte dann erstmal Realität werden. Und hier über geeignete Schnittstellen können mehrere Verbraucher, Ladeeinrichtungen über das Smart Meter Gateway gebündelt werden und selbstständig am Markt agieren. Ja, es muss jetzt einfach mal das losgehen, was wir uns schon lange vorstellen. Da sind wir halt noch lange nicht angekommen. So, Standardisierung wird konzentriert und vereinfacht, sowie die Nachhaltigkeit gestärkt. Ich sage mal im Großen und Ganzen, das BSI soll stärker mit den Normgebern der Wirtschaft, ne, VDE, DKI, FNN, und mit den Forschungsprojekten zusammenarbeiten. Und ganz, ganz, ganz wichtig für die, die den Rollout selbst machen, die sichere Lieferkette wird vereinfacht. Die Silke, die immer das größte physische Problem war, würde ich mal sagen, entlang des Rollouts. Ich habe wirklich vor Jahren schon von Leuten, von Messdienstleistern und Messstellenbetreibern, von denen, die einbauen, habe ich gehört, die Silke ist das Hauptproblem, die sichere Lieferkette, weil es mega komplex ist, einen einzelnen Zähler schlussendlich da hinzukriegen. Und jetzt soll hier auch ein massengeschäftstauglicher Postversand zugelassen sein. Finde ich gut. Finde ich einfach gut. Das nimmt auch so ein bisschen Druck raus an einer Stelle, an der wir es wirklich nicht brauchten. Rollout-Kompetenz wird weiter gebündelt. Kurz gesagt, das BSI wird im Kontext des Smart Meter Gateways in Zukunft dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zuarbeiten und nicht mit dem Innenministerium. Das macht es ein bisschen sinnvoller. Es gab ja bisher dann vor allem so die Arbeitsgruppe Gateway-Standardisierung und andere Arbeitsgruppen, wo dann BSI und Bundeswirtschaftsministerium zusammengearbeitet haben. Das wird jetzt weiter formalisiert. Das BSI als Behörde wird im Kontext des Smart Meter Rollouts direkt dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem BMWK, zuarbeiten müssen. Das ist auch eine kluge Idee, einfach für die Umsetzung, für die Weichenstellung im Rollout.
Es gibt keine Alternativen. Haushaltsausgaben, so, ja, auch nochmal ganz wichtig. Für Bürgerinnen und Bürger keine. Kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand, sogar eher durch die Absenkung der Messkosten auf 20 € ist da erstmal eine Entlastung zu sehen. Aber wie gesagt, wenn es mittelfristig dann in die Netzentgelte übergeht, weil die Netzbetreiber ja mehr Kosten haben, ist das auch nicht unbedingt sinnvoll. Deswegen hier, Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Hier wird ein bisschen drüber gesprochen, dass das also für die Netzbetreiber wirklich nochmal eine Herausforderung ist. Es aber eine individuelle Herausforderung ist und deswegen die Bundesnetzagentur hier keine, oder auch der Gesetzgeber hier noch keine für alle taugliche Lösung festschreiben will. Gleichzeitig Wegfall Markterklärung, erhöhte Planungssicherheit durch gesetzlichen Rollout-Fahrplan, ne, das soll eigentlich allen anderen wirtschaftlichen Vertretern, egal ob jetzt Versorger, Messstellenbetreiber, gewerbliche Kunden, für die soll es eigentlich eine Erleichterung jetzt sein, für die sollte alles besser werden und die sollten sich jetzt also einen Smart Meter auch wünschen, damit das hier dann mal richtig losgeht. Verwaltung wird tendenziell mehr Kosten haben, eben genau wegen zum Beispiel den Netzentgelten und dementsprechend die Bundesnetzagentur oder die Landesnetzagenturen oder Regulierungsbehörden wahrscheinlich stärker auf einzelne Netzentgeltanfragen der Netzbetreiber reagieren müssen, um da klarzustellen, ja, das könnten wir zulassen und das vielleicht eher nicht. Das wird also hier als Mehraufwand bei der Verwaltung gesehen. Ansonsten keine Kosten, keine Änderung von Lebensverhältnissen, alles super gut. Das ist so ungefähr die Aussage. So, dann haben wir ab Seite 6 den eigentlichen Entwurf. Es ist ein Artikelgesetz. Wie immer sind hier also andere Gesetze und Verordnungen auch angesprochen. Wir können es aber sehr knapp machen. Artikel 1, Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Und zwar nur genau ein einzelner Punkt, nämlich, wie vorhin schon mal erwähnt, die Lieferanten, die dynamische Tarife anbieten müssen, werden von 100.000 Netzverbrauchern auf 50.000 Netzverbraucher korrigiert. Das ist also erstmal das, was wir schon gelernt haben. Und dann ab Januar 26 für alle Stromlieferanten. Das ist also aus den einleitenden Worten von gerade eben, ist das jetzt die konkrete gesetzliche Änderung, die sich da eben ergibt. Artikel 2 ist dann das MSBG selbst. Wir werden hier mal kurz drüber scrollen, weil das ist natürlich dann das Hauptgesetz, was wir gleich nochmal uns genauer anschauen werden. Und dann, jetzt müsste ich auf meine, genau, nee, hier bin ich schon da. Artikel 3, Änderung des EEG. Wir haben auch eine Erneuerbare Energiengesetzänderung oder ein paar. Und zwar hier geht es vor allem auch wieder um die Einbaupflicht, die in Verbindung war mit der technischen Einbaumöglichkeit, die ja durch die Marktanalyse des BSI immer festgestellt worden wäre. Das ist in vielen Gesetzen nämlich ausformuliert und das wird hier gestrichen. Das heißt, im Großen und Ganzen ist es genau dieses weggefallen. Das ist nämlich diese technische Einbaufähigkeit, die festgestellt werden musste. Das ist ja jetzt Blödsinn, fällt das weg. Dann haben wir hier nochmal den Punkt mit den 25 Kilowatt als Größe, ab der dann ja nun, bis, ich habe es vorhin ja erwähnt, dass wir den agilen Rollout bis 25 Kilowatt machen würden und ab 25 Kilowatt praktisch ja sowieso dann mindestens eine steuerbaren Verbrauchsanrichtung nach 14a, das hatten wir auch schon angesprochen, die steuerbaren Verbraucher, hier das integrierte Messsystem über ein Smart Meter Gateway eingebaut sein muss. Wir die Ist-Einspeisung und eben auch eine Steuerung. Da geht es nochmal weiter. Ne? Wir hatten jetzt KWK, hier nochmal die 7 bis 25, das ist da nochmal angesprochen. Und auch hier nochmal der Verweis auf, als Anlagenbetreiber kann ich hier Messstellenbetreiber beauftragen, die technische Ausstattung meiner Anlagen umzusetzen. Und hier nochmal 25 Kilowatt, also das ist der Bereich, den wir vorhin schon mal leicht angedeutet haben. Einbau IMS wird hier nochmal genau ausformuliert. 10b, jetzt müsste ich gerade Lügen, habe ich hier nicht sogar den richtigen Zettel da liegen? Kleinen Moment, 10b, 10b, Direktvermarktung, stimmt. Da ging es um Direktvermarktung, da brauche ich ja dann auch entsprechend Messmöglichkeiten und Steuerungsmöglichkeiten. Da haben wir hier nochmal die Konkretisierung des Einbaus. Steuerbarer Netzanschluss. Und dann sind wir auch schon bei der Ladesäulenverordnung. Auch hier nur. Ne, Paragraph 3 Absatz 6 wird aufgehoben und hier ging es auch wieder um die technische Einbaufähigkeit von intelligenten Messsystemen nach bisheriger BSI-Handhabung, damit wir die E-Mobil-Ladesäulen
Infrastruktur auch anschließen konnten, dann Artikel 5 in Kraft treten, außer Kraft treten. So, und das war es dann schon. Ne? Also alles Weitere dann hier ab Seite 30 ist Begründung. Und das kann ich jedem, der sich mit diesem Themenfeld weiter auseinandersetzen muss, kann ich nur empfehlen. Lest euch das durch, druckt euch das aus, legt es euch unter das Kopfkissen. Das ist viel, viel, viel Hintergrunderklärung dazu, was hier gemacht wird. So, wir wollten aber nochmal ins eigentliche Messstellenbetriebsgesetz schauen. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen hoch. Hier war gerade das EEG noch. So, da. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Messstellenbetriebsgesetz. Hier war es. So. Also Artikel 2 ist das eigentliche, die eigentliche Änderung des MSBG. Wir finden zu Beginn hier erstmal Hinweise auf, ich sage mal, das Inhaltsverzeichnis, ne? Dass so teilweise einfach die Ausformulierung geändert wird. Und unter anderem erkennen wir hier schon etwas, nämlich die Auffangzuständigkeit für den grundzuständigen Messstellenbetrieb. Ich teasere schon mal genauer an, ihr habt es ja sicherlich auch schon gehört, wenn ein Messstellenbetreiber vor Ort sich nicht kümmert, dann wird ein bundesweiter grundzuständiger Messstellenbetreiber die Rollout-Pflicht übernehmen. Und zwar ganz grob gesagt, der größte grundzuständige Messstellenbetreiber der Bundesrepublik wird dann vor Ort die Verantwortung übernehmen. Heißt gewissermaßen, ich sage jetzt mal nicht, welches Unternehmen der größte Messstellenbetreiber ist, aber jeder kann sich vorstellen, welches das wäre. Wenn also die Stadtwerke vor Ort sich nicht kümmern, was sie oftmals auch nicht tun, dann wird ein großer Energiekonzern überall noch stärker in den Messstellenbetrieb reingehen dürfen. Ich finde es gut, dass wir was tun, dass wir eine Lösung haben, die jetzt mal Druck auch aufbaut, weil ich schule seit Jahren Stadtwerke zum auch wettbewerblichen Messstellenbetrieb. Das ist nicht einfach wegen Unbundling-Vorgaben, keine Frage. Aber ganz ernsthaft, so viele Häuser machen nichts. Die machen gar nichts. Die kümmern sich überhaupt gar nicht um ihren Rollout oder machen das so von wegen, ja, irgendwann mal. Und das ist ja alles Grauzone wegen dem OVG-Urteil und so weiter. Ja, schon klar. Aber ich habe immer gesagt, ihr müsst davon ausgehen, dass irgendwann sowieso als Wettbewerblicher ein paar große Konzerne oder Startups rangehen und das einfach viel besser machen als ihr konservativen Stadtwerke. Und jetzt kommt hier gesetzlich sogar eine Auffangzuständigkeit für den Grundzuständigen. Das heißt, als Netz, als GMSB kann ich auch rausfliegen, wenn ich mich nicht um meine dann jetzt neuen Pflichten kümmern werde. Und ich gehe davon aus, dass das wirklich ins finale Gesetz reinkommt, weil das ist auf jeden Fall ein Hebel, der auch dann reell bundesweit den Rollout vorantreibt. Halt im allerschlimmsten Fall mehr oder weniger eine Verantwortung eines großen Konzerns. Naja, gucken wir mal, wie das wird. Ja, genau. Hier ansonsten weitere Hinweise. Ne? Agiler Rollout findet sich hier auch nochmal. Preisobergrenzenanpassungen. Da ist dann auch, glaube ich, die Bundesnetzagentur in Zukunft mit dran, da einen Blick drauf zu haben, weil die lässt sich auch regelmäßig dann was berichten. Ne? Hier dieser Paragraph 77 Monitoring wird da auch regelmäßige Berichte beinhalten. Ja, und so kann man eigentlich schon mal reingehen, ne? Beschleunige die Digitalisierung der Energiewende, bla bla bla. Also wir sehen auch erstmal wieder viel, dass das Gesetz sagt, wir wollen jetzt mal richtig loslegen. Und dann ist das jetzt hier schon mal interessant, ne? In der Definition, ne? Der grundzuständige Messstellenbetreiber, der Betreiber der Netze vor Ort, der Auffangmessstellenbetreiber nach § 11 Absatz 2, das können wir uns ja schon mal merken, und 11.3, einen genannten Zeitpunkt oder ein Dritter, der aufgrund eines Verfahrens die Grundzuständigkeit übertragen bekommen hat. Das kennen wir schon, ne? Also dieses, ich sag mal, Ausschreibungsverfahren, das dann einfach ein Wettbewerblicher die Grundzuständigkeit übernimmt, kennen wir, aber der Auffangmessstellenbetreiber, das ist dann eine definierte Marktrolle, die dann von einem schlussendlich umgesetzt werden wird. Huiuiuiui. Das gucken wir uns dann also nochmal genauer an. § 11 merken wir uns schon mal. Ja, weitere Definitionen und an vielen Stellen haben wir das jetzt in diesen einleitenden Worten ja auch schon gehört. Das reicht auch, glaube ich, so für unsere Zwecke. Ich muss ja keine Paragraphen so sehr durchreiten, aber wir können ja auch nochmal ein bisschen reinschauen, ob es hier nochmal konkrete, greifbare Punkte gab. So, hier haben wir es nämlich, § 11. Auffangzuständigkeit für den GMSB. So. Messstellenbetreiber sind verpflichtet, dem Netzbetreiber jährlich eine Übersicht zur Ausstattung der Messstellen im Netzgebiet zur Verfügung zu stellen. Ne? Dokumentationspflicht. Wenn der GMSB oder im Namen verpflichtete grundzuständige Messstellenbetreiber ausfällt,
Das Unternehmen gibt es also nicht mehr. Zur Gewährleistung eines zuverlässigen technischen Betriebs von IMS nicht oder nicht mehr über Zertifikate verfügt oder nicht oder nicht mehr über erforderliche Genehmigungen verfügt, hat derjenige grundzuständige Messstellenbetreiber, der nach den aktuellsten der Bundesnetzagentur zur Erstellung ihres Monitoringberichts vorliegenden Daten bundesweit die meisten intelligente Messsysteme in absoluten Zahlen betrieben hat. Auffangmessstellenbetreiber. Der also wirklich die meisten Geräte bundesweit verbaut hat, der wird Auffangmessstellenbetreiber und wird den Messstellenbetrieb für alle Messstellen zunächst mit Notfallmaßnahmen sicherstellen. So, die notfallmäßige Sicherstellung beinhaltet noch nicht die Pflicht zur weiteren Ausstattung. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht zu Beginn des Kalenderjahres Namen, Anschrift und Innenseite des Auffangmessstellenbetreibers. 8 Wochen nach Übernahme des Notbetriebs geht die Grundzuständigkeit für das Netzgebiet mit allen Rechten und Pflichten entschädigungslos auf den Auffangmessstellenbetreiber über. Also am Anfang Notfall, erstmal weiter im Messstellenbetrieb und nach 8 Wochen ist dieser eine bundesweite dann der echte Messstellenbetreiber vor Ort. Mit allen Rechten und Pflichten. Entschädigungslos. Hui, 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 hui. Da, 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 da. Oh ja, hier. Redaktionelle Anpassung. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird zum Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Auch mega gut. Da ist auch direkt mein Hund begeistert. Die will hier auch direkt mitmachen beim Smart Meter Rollout. Das finde ich sehr gut. Mach ruhig ein bisschen mit. Oder schlaf nochmal eine Runde. Ist auch in Ordnung. Wir haben dann im Weiteren noch hier den Punkt der wirtschaftlichen Vertretbarkeit der Ausstattung, ne, und Preisobergrenzen. Hier wird es dann wieder interessant, dass wir also Folgendes sehen. So, die Ausstattung einer Messstelle beim Netzverbraucher mit IMS ist wirtschaftlich vertretbar, wenn vom GMSB ab 2025, spätestens ab 2028, innerhalb von 5 Jahren alle Messstellen an Zielpunkten mit einem Jahresverbrauch von über 100.000 Kilowattstunden mit einem IMS ausgestattet werden und dabei für den Messstellenbetrieb für jeden Zielpunkt ein angemessenes jährliches Entgelt erhoben wird, wovon nicht mehr als 80 Euro jährlich dem Netzbetreiber und der verbleibende Anteil dem Anschlussnutzer in Rechnung gestellt werden. Also auch bei den großen heutigen RLMs wird ein relevanter Teil dem Netzbetreiber in Rechnung gestellt und nur der Rest dem industriellen Kunden. 50.000 bis 100.000, ähnlich, nicht mehr 200 Euro, davon 80 Euro beim Netz, 120 Euro beim Kunden. Naja, wenn ich so 50 bis 100.000 verbrauche, dann sind 120 Euro im Jahr in Ordnung, krieg ich hin. So, und dann geht es weiter, ne? 20 bis 50.000, 80 Euro beim Netz, 90 Euro beim Anschlussnutzer, ne? 20.000 bin ich immer noch ein mittleres Gewerbeunternehmen, das sind die 100 Euro im Jahr, 90 Euro im Jahr vertretbar. Bei 10.000 bis 20.000 50 Euro, bei steuerbaren 50 Euro und dann haben wir es hier. Die Pflichteinbaumenge von 6.000 bis 10.000 Kilowattstunden nur 20 Euro beim Anschlussnutzer. 80 Euro, also der Rest beim Netz. Höchstens 20 Euro wird dem Kunden in Rechnung gestellt. Das ist erstmal grundsätzlich so, auch bei den kleineren Einspeisern von 7 bis 15 Kilowatt. Badaboom, das ist nicht uninteressant. Auch hier natürlich die Preise, die dann den Einspeiseanlagenbetreibern in Rechnung gestellt werden können. Ne? Nehmen wir mal 15 bis 25 Kilowatt, 50 Euro im Jahr. Das macht natürlich schon was aus, aber ist am Ende des Tages schon irgendwie vertretbar. Und ja, auch hier, ne? Optionale Ausstattung. 3 bis 6.000 Kilowattstunden, 20 Euro dem Kunden in Rechnung stellen. Das ist eine sehr klare Ausformulierung, dass die Endkunden, also hier wirklich, nicht mehr als diese 20 Euro im Jahr zu berappen haben als neue, komplett geltende Preisobergrenze. Erst wenn ich halt bei diesen über 20.000 Kilowattstunden dann war, oder bei über 10.000, dann komme ich auf andere Höhen. Aber über 10.000 bin ich jetzt auch kein ganz normaler Haushaltskunde mehr, muss man auch sagen. Ne, das INWG sagt auch ungefähr bei 10.000 ist da die Grenze. So, und dann kommen wir nämlich hier genau bei den Ausstattungsverpflichtungen zu den ganz, ganz konkreten
Quoten und Fristen des Einbaus, die jetzt neu geregelt werden und sich nicht mehr praktisch ab der ominösen Feststellung der technischen Einbaufähigkeit ergeben. Nämlich, der erste Punkt sind die RLMs und der zweite Punkt sind die normalen SLPs. So, wir fangen mal mit denen an. Bis Ende 2025 müssen jetzt 10% von allen auszustattenden Messstellen mit einem IMS ausgestattet sein. Bis Ende 28 50%, bis Ende 30 95%. Wir werden also realistischerweise wirklich bis Ende des Jahrzehnts normale Messstellen mit IMS ausgestattet haben. Da, wo sie überhaupt eingebaut werden sollen. Ne? Also das sind ja die Optionalen, haben ja keine Einbaupflicht, aber würden sich wahrscheinlich auch anbieten. Und die RLMs, ich sag's mal ganz grob, bis 2032. Also einfach so ungefähr mit 2 Jahren Verzug, wobei wir hier, bis 28 die 10% erst sehen müssen. Das geht auch alles ein bisschen später erst richtig los. Aber im Großen und Ganzen werden wir also innerhalb der nächsten 10 Jahre den gesamten IMS-Rollout gesetzlich erst sehen. Na, mal gucken, wie schnell das dann wirklich geht, wenn irgendwelche Rahmenbedingungen am Markt ist, halt erleichtern oder bewerben, dass man vielleicht ein IMS haben möchte. Ja, und ansonsten haben wir damit auch schon die wirklich spannendsten Geschichten. Ne? Wir haben die Übertragbarkeit des Messstellbetriebs auf den bundesweiten. Wir haben unsere Preisobergrenzen, wir haben unsere Einbaufristen. Und dann finde ich halt nochmal wichtig, dass wir hier im § 77 Monitoring haben, ne, dass das Bundesministerium 24 und dann alle 2 Jahre den Monitoringbericht vorlegt und auch hier in dem Monitoringbericht der Bundesnetzagentur der Messstellbetrieb nochmal besonders aufzunehmen ist. Der ist ja schon drin, aber nochmal klarer, um die Wettbewerbssituation, technische Entwicklung, Angebot und so weiter auszuformulieren, gewissermaßen das, was bisher in der theoretischen Marktanalyse des BSI zu veröffentlichen war, ja aber schon lange nicht mehr gemacht wurde, das ist dann im Großen und Ganzen im Bundesnetzagentur Monitoringbericht zu finden und in einem weiteren Ministeriumsbericht. Naja, und das ist es im Großen und Ganzen. Das ist unser Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Wir haben dann ja hier im Weiteren die Begründung. Das kann ich also wirklich jedem empfehlen, der sich damit auseinandersetzen will. Wenn ihr grundsätzlich sagt, na, mich interessiert halt Punkt A und ich finde den dann hier im Gesetz unter einem bestimmten Bereich, na, dann weiß ich halt, es geht jetzt gerade um § 21 und dann suche ich mir hier unten halt wieder den § 21 raus. Na, das ist ja dann hier auch strukturiert. Muss ich halt gucken, wo dann der zu finden ist. Na, jetzt bin ich fast schon da. So, und dann gucke ich mir halt hier diese Nummer 14 an, dann lese ich mir das jetzt halt durch. So, und dann habe ich eine Idee davon, was damit gemeint ist. Das ist also eigentlich ein wunderbares Mittel, um damit zu arbeiten und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie der Smart Meter Rollout sich nun also tatsächlich und ganz konkret weiterentwickeln wird. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, Meinungen zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende im Rahmen dieses Gesetzesentwurfs, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin natürlich noch lange nicht damit fertig. Ich werde auf dieser Grundlage jetzt auch nochmal unseren Smart Meter Online-Fachkurs neu ausarbeiten und wahrscheinlich werden wir auch nochmal ein E-Book zum ganzen Thema dazu packen. Das kommt dann aber erst beides Anfang nächsten Jahres raus. Wir werden wahrscheinlich noch 1-2 Videos zum ganzen Themenkomplex machen, weil da doch einiges noch drin steckt und gerade die Weiterentwicklung, na, dann, wenn es in den eigentlichen Gesetzgebungsprozess übergeht, wird nochmal ganz spannend, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das eine oder andere nochmal weiter angepasst wird. Okay, ansonsten ist es ein Schritt nach vorne, keine Frage. Ist es auf jeden Fall. Es gibt nur so ein paar schon noch fragwürdige Punkte. Okay. Also wie gesagt, gerne unten was in die Kommentare schreiben, wenn ihr was dazu habt. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr auch die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Und dann wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.